Ich bin jetzt ein Brite und Sie versuchen mich zu überzeugen, dass ich doch in der EU bleibe. Und dann jetzt mal richtig mit Herzblut. Bitte macht einen klugen Brexit im Unterhaus, in der Öffentlichkeit. Denn das Chaos würde euch gewaltigen und uns auch großen Schaden zufügen. Soll ich jetzt auch so reagieren wie ein normaler Brite? Entscheiden Sie. Fuck off! Gut, in einer Kneipe in Stuttgart oder Dortmund sind zum Teil auch Schimpfworte. LMA oder lass mich in Ruhe. Könnte man es vielleicht so machen, man zieht den Brexit durch und dafür schließt sich die EU Großbritannien an? Die Briten wollten ja raus, also wollten sich von uns entfernen. Deswegen ist der Gedanke meines Erachtens nicht wirklich wahrscheinlich. Ich glaube eher, dass in 15 Jahren eine neue Generation von Briten den erneuten Eintritt beschließen wird. Sind wir Deutsche vielleicht auch gegen den Brexit, weil wir wissen, wie teuer so eine Wiedervereinigung irgendwann mal werden kann? Nein, wir Deutsche, ich glaube, in der Mehrzahl wollen die Deutschen, dass die Briten geblieben wären. Und wir gucken auch gern die Hochzeiten. Ja, ich nicht. Sie nicht? Sie vielleicht. Wir haben in der Demokratie zu akzeptieren, dass ein Referendum mit einer Mehrheit entschieden hat, rauszugehen. Gut, das ist ja auch eine freie Entscheidung, mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen. Ja, aber da wird man aus Erfahrung klug. Wenn man 3 Jahre ist und einmal die Herdplatte heiß berührt, macht man es nie mehr. Ja. Na, ich würde gern noch, da es ja doch wahrscheinlich ist, dass die Briten die EU verlassen, mit Ihnen das letzte Interview auf Englisch führen. Also ich kann Englisch sehr gut, nur so blöd müsste ich sein, jetzt auf Englisch zu reden. Ich kann sehr schlecht Englisch, deswegen bin ich ja froh, dass Sie es so gut können. Ich kann es gut, ja. Ja. Aber ich habe jetzt nicht die Lust, beim deutschen Fernsehen, dem zweiten deutschen Fernsehen, Englisch zu reden. Na, wir sind auch viel auf YouTube. Schön für euch. Was würden Sie Theresa May für einen Tipp geben? Das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe für ihr Respekt. Sie tanzt ja sogar auch. Ja gut, das ist Ihre Sache, ich tanze auch. Was tanzen Sie so? Sowohl Wiener Walzer, Foxtrott, wie Rock'n'Roll. Und mit diesen Worten zurück ins Studio.